Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch The Great War von Sabaton. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu diesem E-Book findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Great War von Sabaton, das Ganze am 19. Juli erschienen. Wir haben hier keine Box und auch kein Bundle, sondern selten aber doch gibt es das ein E-Book. Ja, so sieht das Ganze aus. Ein Unboxing aus dem Genre Rock, genauer gesagt aus dem Genre Metal. Wir haben hier das Ganze eingeschweißt in Folie, aber bevor wir die Folie abnehmen, lesen wir hier noch Sabaton. Dann lesen wir hier Sabaton continue writing their own history, taking their sound to a new level. This is war. Limited 2 CD, Earbook, inclusive regular and history version CDs and 36-page booklet with exclusive layout. For tour dates, check nuclearblast.de. Alles klar. Also, das ist einfach eine kurze Info, was sich in diesem E-Book befindet, was uns hier so erwartet an Inhalt, an Specials. Dann schauen wir mal, dass wir das Ganze aufkriegen. Einmal hier aufschneiden. So. Es gab dieses Album in diversen Editionen, ich glaube als reguläre CD, als Vinyl und eben auch in dieser speziellen E-Book-Variante, für die ich mich in diesem Fall entschieden habe. Hier nochmal der Sticker, so sieht er aus. So, und dann haben wir hier ein braunes E-Book. Hier oben lesen wir dann eben den Namen der Band, darunter The Great War, also der große Krieg. Und genau so sieht das auch aus. Also es sieht hier nach wilden Szenen aus. Wir sehen hier diverse Soldaten mit Pistolen, mit Gewehren. Dann haben wir hier auch welche mit Gasmasken, welche mit weißen Tüchern vor dem Gesicht. Und der Krieg, der hier beschrieben wird, ist der Erste Weltkrieg. Dann auf der Seite auch wieder Sabaton The Great War zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also wir haben hier zwei CDs, einmal die Standard-Edition CD1 und dann die History Edition CD2. Wir haben hier 11 Tracks an der Zahl auf CD1 sowie auch auf CD2. Warum da jetzt zwei drauf sind, ist folgendes, die unterscheiden sich und zwar die History Edition. Das bedeutet, wir haben die regulären Tracks, wie auch auf CD1. Allerdings ist hier auf CD2, also auf der History Edition, gibt es dann auch gesprochene Passagen vor jedem Song, also bevor der Song startet. Und diese Passagen, die erklären dann einfach die historische Begebenheit. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die singen wirklich darüber, das haben sie auch auf den vergangenen Alben immer gemacht, über irgendwelche großen Schlachten und Kriege und Ereignisse der Menschheit. Und in diesem Fall eben speziell das Thema Erster Weltkrieg. Und diese Sachen, die man hier lesen kann, wie zum Beispiel hier die Fields of Verdun oder in Flanders Fields, das waren die wirkliche Kriegsschauplätze des Ersten Weltkriegs. Und das wird dann hier nochmal erläutert, was dort genau passiert ist, welche Armee dort gegenüber gestanden ist, wie viele Tote es dort gab. Also all das wird dann in dieser History Edition genauer besprochen. Gut, hier unten haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Dann haben wir hier noch einen Reiter, der hier ja gerade durch das Gemenge des Krieges reitet. Dann schauen wir mal hinein. Okay, also wir haben hier einmal einen Flyer mit drin. Hier haben wir Sabaton Merch. Also hier könnt ihr, wenn ihr Fan dieser Band seid, Merch erwerben. So sieht das aus. Hier auf nuclearblast.de gibt es das Ganze. Und dann haben wir die CD Nummer 1. Die ist hier drinnen. Also hier lesen wir CD 1 Standard Edition. Auch hier wieder dieser Reiter abgebildet. Und das Ganze findet dann eben hier in diesem Karton, in dieser Einbuchtung findet das Ganze hier dann Platz. Auf der rechten Seite haben wir dann das Logo von Sabaton. Es sieht fast so aus, als wäre die Seite hier beschädigt, aber das ist wirklich nur Optik. Das sieht nur so aus. Und dann kommen wir zum gestalteten Buch. Hier lesen wir wieder The Great War. Und genau dieser zeigt sich dann hier. Also wir haben dann hier wirklich pro Track eine Seite. Hier haben wir einmal die Infos. Okay. Also das ist
Sehr schön. Wir haben hier so eine, ja, Album-Widmung mehr oder weniger. Hier schließt das Ganze dann mit Today We Know Better. Also heutzutage wissen wir besser oder wissen wir mehr, sind wir schlauer geworden. Und das könnt ihr euch natürlich hier an dieser Stelle kurz anhalten und durchlesen. Hier spare ich das jetzt mal in der gesamten Länge. So, und hier geht es dann los mit den Tracks. Also wir haben hier dann den Track, in diesem Fall hier da. The Future of Warfare ist in diesem Fall der erste richtige Track. Und der ist hier wirklich Wort für Wort abgetippt. Also die kompletten Lyrics hier ersichtlich. Und darüber haben wir dann auch noch die Info, wer das Ganze hier produziert hat. Also wer ist für die Musik verantwortlich, für die Lyrics, wer hat das Gitarrensolo beigesteuert. Jawohl. Also, und hier dann unten auch noch historische Fakten, von wegen, dass im Ersten Weltkrieg eben erstmals auch Panzer und so richtige Maschinen zum Einsatz gekommen sind. Ja, so sieht das dann aus. Also jede Seite ist hier so schön gestaltet mit einer wunderbaren Zeichnung und natürlich einem Track plus gesamte Lyrics und Infos und auf der unteren Seite nochmal so historische Infos. Ich gehe mal davon aus, dass genau diese Absätze hier, die man historisch, also diese historischen Absätze, die man hier abgedruckt hat, dass die dann auf der History Edition entsprechend eingesprochen wurden. Jawohl, also so sieht das dann aus. Das Design zieht sich hier so durch. Gefällt mir echt richtig gut hier vom Artwork. Hier zum Beispiel, den werden die meisten Deutschen kennen, der Rote Baron Manfred von Richthofen. So sieht das aus. Also, eine Legende der Luftwaffe, wenn man so möchte. Ja, und das zieht sich dann einfach so durch. Hier haben wir dann in der Mitte einmal über beide Seiten hier doppelseitig die gesamte Band abgebildet. Also die fünf Mitglieder der Band, alle hier unterschrieben, aber es ist natürlich nur aufgedruckt. Hier mit den Namen und natürlich mit ihrer Rolle. Also hier Gitarre oder Vocals, je nachdem, was für eine Funktion sie bekleiden. Haben im Laufe der Zeit oftmals die Bandmitglieder gewechselt, aber jetzt die fünf sind es eben aktuell, die Sabaton bilden. Okay. In Flanders Fields, das ist mal ziemlich farbig, also hier in Rot. Jawohl. Dann haben wir hier von allen fünf Herrschaften so eine Danksagung bzw. Grüße. Wer hier gegrüßt wird. Da werden hier die Verwundeten oder die Toten weggetragen, wie das meistens so ist nach dem Krieg. Dann haben wir noch eine Danksagung von der Band gesamt, also Sabaton. Dann haben wir hier dann noch das Team aufgeführt und natürlich auch noch die Ausstatter bzw. die Marken, die Firmen, mit denen die kooperieren oder deren Equipment sie benutzen. Weitere Fotos bzw. Zeichnungen. Dann hier die Infos zu dem Album. Wer war hier dabei? Also wer hat das Artwork gemacht? Wer hat das Ganze hier vom Text gelayoutet und so weiter und so weiter. Und dann haben wir hier noch ein paar schöne Zeichnungen zum Abschluss. Ja, und hier auf der letzten Seite kommt dann noch die CD2 zum Vorschein. So sieht das aus. CD2 History Edition. Also eine auf der ersten Seite und eine auf der allerletzten Seite. Sehr gut. Ja, es ist mittlerweile das neunte Album von Sabaton. Das alles in diesem wunderbaren E-Book, also die beiden CDs mit jeweils 11 Tracks, einmal die reguläre Version und einmal die History-Version mit den gesprochenen Passagen vor jedem Song, die eben diese historische Begebenheit genauer erläutern. Jawohl, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem E-Book? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sabaton unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.